Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Autoriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben in der letzten Folge den Moderhauer besiegt. Haben hier nochmal kurz ein bisschen unser Inventar und so durchgeguckt. Waffe gewechselt und alles drum und dran. Ich weiß nicht, wir könnten prinzipiell nochmal zum guten Zahedi gehen. Wo war er denn? Hier ist er. Eventuell mal gucken, ob wir von der Rüstung schon mal ein paar Sachen ein bisschen höher stufen. Also langsam wird es dann doch etwas schwieriger hier. Es ist halt die Frage, ne? Ob das so viel Sinn macht, jetzt nicht davon. Aber was, wir könnten trotzdem mal generell gucken. Und zwar, die Fähigkeit für ein weiteres Magazin effektiv ist cool. Erhöhe den Schaden. Kriegen einen Waffenbonus, wenn Lavageschosse vorbei sind. Aschedetonation verursacht mehr Schaden. Das ist eigentlich ziemlicher Quatsch. Auch der Phantomsprint ist ziemlicher Quatsch. Was ich gerne mal gucken würde, wäre, ob wir von den Lavageschossen irgendwas Cooles haben. Wie gesagt, beim Technomanten gibt's halt... Obwohl, das ist so eine Stufe 2 Skill ist das. Da gibt's einfach einen Skill, dass wenn wir einen Gegner treffen, der vergiftet ist, und hier wäre es dann, der unter Verbrennung leidet, dass wir sofort 40% unseres Magazins wieder kriegen. Und dadurch kann man halt einfach echt ordentlich mit den Geschossen halt rumballern, weil es sich halt immer wieder auffüllt. Somit hat man halt viel, viel mehr raus. Kritische Treffer verleihen einen 5 Sekunden mehr Waffenstärke. Das ist eigentlich ziemlich geil. Wir hauen das mal statt dem Phantomsprint drauf, weil ganz ehrlich, der Phantomsprint ist absoluter Quatsch. Jetzt können wir halt hier mal gucken, wie viel haben wir denn von dem Zeug. Bonus Waffenstärke haben wir 613. Wir nehmen das jetzt einfach mal ein Stück hoch. Ich bin da halt immer so ein bisschen geizig, ne? Ich meine, wir können prinzipiell die ganze Ausrüstung auch hochleveln. Das heißt, wir müssen nicht immer was Neues nehmen, wenn es stärker ist. Wir können es auch einfach von der Stufe höher leveln. Dann sollte es aber am besten auch ein Ausrüstungsteil sein, wo beide Skills soweit passen. Hier zum Beispiel Lavageschosse für ein weiteres Magazin effektiv. Das werde ich definitiv immer drauf lassen. Das heißt, aber hier haben wir jetzt wieder nur Anomaliekraft drauf und keine Waffenstärke, weil eigentlich würde ich schon ganz gerne auf Damage gehen. Das ist jetzt halt wieder das Problem. Hier haben wir verzerrendes Feuer drauf. Hier auch. Hier haben wir es gerade geändert. Die Aschedetonation, ich weiß nicht, ob dieser Skill so sinnvoll ist. Was haben wir denn hier noch? Erhalte, hier ist freie Entfaltung drauf, wenn du mehr als 5 Sekunden lang nicht in Deckung bist. Das ist halt eigentlich alles ein bisschen Müll, sagt man es mal so. Weil es ist schon ganz schön kompliziert, weil einerseits würde ich ganz gerne hier auf Waffenstärke gehen, dann hier auf Schaden kurze Distanz, idealerweise auch noch Schaden lange Distanz, dann hat man halt wirklich optimal Max Damage mäßig alles drauf. Und dann muss natürlich auch noch ein Skill mindestens passen, den man in seinem Bild haben will, weil man immer nur einen ändern kann. Deswegen dauert es, glaubt mir, sehr, sehr lange, bis man wirklich sein perfektes Bild, was das angeht, zusammen hat. Wir lassen das jetzt erstmal so, weil mir eigentlich noch kein Ausrüstungsteil so hundertprozentig voll und ganz gefällt. So, wir sollen nochmal zu Juno. Da müssen wir sagen, dass wir den Moderhauer besiegt haben und dann machen wir mit der Story weiter. Und dann gucken wir in Zukunft mal ein bisschen mehr auf die Items drauf. Selbst wenn es blau ist, ist nicht schlimm. Wir können das lila machen. Gesammelt, wie ich konnte. Danke. Hier wird sich wohl einiges ändern. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Nee, Entschuldigung, war mein Fehler. Bei der ging es ja um diesen Tuka-Saft, nicht um den Moderhauer. So, hier haben wir nämlich auch wieder nur Max-Leben und Anomaliekraft. Ist eigentlich wieder beides völliger Quatsch. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Wir haben ein leichtes Mal, haben wir keinen Scharfschütze. Ich nehme jetzt einfach mal das Ding. Wir haben hier, aber 3000 ist natürlich schon mal eine Hausnummer. Dann lassen wir es jetzt erstmal so. Lasst uns mit der, mit der Story weitermachen. Und zeigt es mir jetzt an, dass wir dahinter sollen, um mit Jakob zu sprechen, ne? Jakob sitzt hier vorne. Jetzt wechselt es hier rüber. Es ist halt, das ist echt ärgerlich. Diese Navigation nervt sehr dolle und sobald man anfängt im Crossplay zu spielen, also mit Konsolenspielern, ist es teilweise ein ganz schöner Backhaufen, das Spiel. Von 4 Stunden, die wir abends zusammen spielen, sind wir 2 Stunden damit beschäftigt, dass wir irgendwie die Bugs wieder ausbessern müssen, weil andauernd die Verbindung verloren geht, das Spiel sich aufhängt und das ist halt... Ich hoffe sehr, da kommt bald noch ein Patch. Weil das ist aktuell echt ganz schön mager. So.
Wir haben hier doch eine ganze Menge nicht gemacht. Ich war ja letztens so ein bisschen, naja, nicht aggro, aber ich dachte mir, Kacke, warum steht das jetzt alles noch da, obwohl wir es schon gemacht haben, aber bei meinem Zweitcharakter ist es dann eigentlich weg, so wie es jetzt hier ist. Letzter Wunsch. Also hab ich echt so viel übersehen, ja? Wo sind wir jetzt? Die Festung. Gesucht Menschenfresser. Da müssen wir die Quest eigentlich noch machen. Und da müssen wir uns auch hier mal wieder ein bisschen durcharbeiten, weil wir haben doch, ich habe doch schon ganz schön viel übersehen. Das würde ich schon noch ganz gern machen, weil ich mache das Let's Play ja hier auch, um euch das Spiel zu zeigen, und es geht nicht darum, nur die Hauptmission hier durchzurennen. Lasst mich mal gucken, hier hinten ist das, aber wir haben hier noch nicht freigeschalten, ne? Whitewater Passage. Das ist auch noch so ein Ding, was ich ein bisschen doof finde am Spiel, dass man nicht sieht, wo man lang muss. Wenn ich jetzt hier hinter will, ich weiß nicht, welcher Ausgang das ist. Ich kann mir zwar gucken, okay, das hier geht so ein bisschen schlauchartig zu, hier vorne ist ein bisschen breiterer Ausgang, aber dass man irgendwie wenigstens noch einen kleinen Pfeil gemacht hätte oder dass man auf der Minimap zumindest Nord, Süd, Ost, West sieht, dass man weiß, in welche Richtung man muss. Ich denke mal, diese Whitewater Passage wird die Richtung hier sein. Dass wir also sozusagen in die andere Richtung raus müssen. Ah, hier geht gar keine andere Richtung raus. Ja, auf der Karte wird es auch nicht angezeigt, in welche Richtung man vielleicht hätte laufen können. Ich sehe auch nicht gerade, wo ich bin, weil wenn ich hier drauf gehe, zeigt es mir immer noch an, dass ich im Camp bin. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müsste ich ja jetzt hier lang laufen, oder? Laufen wir gerade so eine Linkskurve? Ich habe keine Ahnung. Wie kommen wir denn jetzt am dümmsten darüber? Wir müssen eigentlich aus dem Camp hier raus. Soll das die Festung sein? Dann ist das ja wahrscheinlich hier das Teil hier. Gehört jetzt anscheinend mit zum Camp dazu, ich weiß es nicht. Aber ich wüsste auch nicht, dass hier noch ein Ausgang ist. Schnellreisetechnisch haben wir die Punkte leider noch nicht freigeschalten, aber hier ist kein Ausgang. Du bist hier. Ach so, doch, wir sind richtig. Jetzt sind wir hier. Okay. Dann müssten wir eigentlich nur noch gerade zulaufen. Müsste es hier hinten wieder rausgehen. Da geht's raus. Ja, sieht gut aus. Okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Dann machen wir die eine Quest noch und dann reißen wir mal das Gebiet zurück. Dass wir dort die Quests auch noch erledigen. Und dann sind wir schon fast auf Stufe 21. Hallo? Kriegen die mich mit? Nö. So, was machen wir? Wir hauen Lavageschosse drauf. Dann gucken wir mal, wie die Waffe hier abgeht. Und wir haben die ersten Schüsse so gar nicht getroffen. Ja, mit den Lavageschossen ist es prinzipiell schon ziemlich cool. Wir müssen jetzt halt ein bisschen drauf achten, dass wir viele kritische Treffer machen, weil wir ja diesen Stufe 2 Skill oder Mod haben auf der Waffe, dass wir dann mehr Waffenstärke bekommen. Das konnte 3 oder 5 Mal gestapelt werden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube 3 Mal. Müssen wir ein bisschen gucken, dass wir ordentlich zielen. Ja, deswegen, es macht keinen Sinn, jetzt die ganze Zeit Story-mäßig einfach nur durchzurennen. Einerseits fehlt es uns dann auch ein bisschen an Equipment und Stufe. Es wird ja auch alles schwerer. Ich meine, wir steigen zwar dadurch auch in der Weltstufe. Aber da haben wir zumindest immer noch die Möglichkeit, einfach wieder zurückzudrehen. Reisen wir dann nach der Mission mal zurück und machen die alle mal schnell. Prinzipiell dauern die auch nicht lange. Die ganzen Jägermissionen und die ganzen Gesuchtmissionen gehen eh relativ schnell. Wenn, dann sind es die Nebenmissionen, die ab und zu mal ein bisschen dauern, und die Historikergeschichten, die sind auch relativ schnell erledigt, sagen wir es mal so. Ach, na klar, jetzt kommen die auf einmal von der Seite. Hätte ich das riechen sollen? Ich würde mal kurz einen Lebensentzug machen. Komm, lade schneller nach. Ja, das ist ja wieder der Nachteil an so einem Maschinengewehr. Prinzipiell machen Sturmgewehre auch mehr Schaden. Ist ja logisch, hat ja auch weniger Magazin. Und vor allem diese ganzen Salvengeschichten, also wo 3 Schuss auf einmal kommen. Sind halt prinzipiell... wo kam er denn her?
sind halt prinzipiell erstmal so das Stärkste. Deswegen könnten wir mal gucken, ob wir da in Zukunft vielleicht mal ein bisschen umrüsten. Ich habe die jetzt einfach genommen, weil die den höchsten Wert hatte. Aber das bedeutet gar nichts. Na komm her. So. Ich mag Gegner nicht, die in Deckung gehen. Ich mag die ganzen Kreaturen im Wald, die dich einfach nur die ganze Zeit anspringen und nerven. Kann zwar auch nervig sein. Shit. Aber es geht halt einfach schneller voran, ne? Weil ansonsten, wenn die hier die ganze Zeit nur unter ihrem Ding hocken, mal kurz hochkommen, um dich dreimal anzuschießen, dann wieder runtergehen, dauert mir mal alles zu lange. Aber was erstaunlich ist, dass es mittlerweile ganz gut klappt mit dem Monitor. Das Spiel springt nicht mehr auf den zweiten Monitor über, wie wir das in den ersten Folgen hatten. Es passiert zwar immer noch beim Start, also sobald ich das Spiel starte, startet es erstmal auf meinem linken Monitor und so während des ganzen Starten und Ladens springt es dann rechts über. Aber dann kann ich in der Einstellung einfach nochmal sagen, nee, du, anderer Monitor, und seitdem klappt es halt, glücklicherweise. Das war schon nervig am Anfang, weil man mitten im Kampf das Spiel auf den anderen Monitor rüberwechselt. So, ich glaube, jetzt sollte ich vielleicht nicht unbedingt so weit vorrennen. Mal ein bisschen Deckung nutzen. Da ist auch noch so ein Ding. Genau, das lassen wir explodieren. Ist das hier schon der Captain? Das ist schon der Captain. Kriegt jetzt auf jeden Fall erstmal Asche ab und ein ganz paar Headshots. Steinhaut. Ich denke mal, jetzt hat er so einen Golem-Scheiß. Gott. Oh, der Ewigkeit, bis wir den Tod haben. Heilendes Licht. Er macht uns nicht wirklich Schaden. Das ist prinzipiell schon mal ganz gut. In dem Moment kommt er natürlich rüber. Sollte es sonst sein. Mist, er heilt sich die ganze Zeit. Nein, nicht wandernde Flamme. Scheiße. Einer der hässlichsten Moves, die die Gegner hier machen können im Spiel. Das kann ich euch verraten. Gerade wenn dann zwei, drei so eine Dinger hier auf einmal rumtürmeln, hast du gar keinen Bock mehr auf dein Leben. So, jetzt haben wir Lavageschosse drauf und jetzt muss er fallen. Heilendes Licht schon wieder. Ich habe aber auch nichts, mit dem ich ihn unterbrechen kann. Und wir sind voll in der Flamme drin. Ich glaube, wir sterben. Cool, es geht noch. Wir müssen den mal ein bisschen von den anderen trennen. Kangs Captain. Wir haben doch Kang letztes Ding schon besiegt. Er hieß doch auch Kangs Captain, oder? So, Aura der Steinhaut. Jetzt haben wir ihn gleich. Jetzt haben wir dich. Komm schon. Deine Kumpels schießen mir in den Rücken. Miese Geschichte. Aber für Weltstufe 10 kommen wir doch relativ gut durch. Weltstufe 9. Habe ich 10 gesagt? Ich glaube ja. Aber wir haben gleich die 21. Das wird schön. Jetzt müssen wir mal schauen. Öffne das Tor, weil wir haben hier diese ganze Gesucht-Mission noch gar nicht angenommen, ne? Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier und hier gibt es die Gesucht-Menschenfresser. Die würde ich halt auch ganz gerne machen. Ich glaube, die müssen wir gar nicht annehmen. Wir laufen hier einfach durch. Irgendwann kommt der und wenn wir ihn töten, haben wir es erledigt. Ja, das ist keine direkte Kopfgeld-Mission. Sondern bloß so eine Gesucht- Geschichte. Beziehungsweise kann man die ja bei diesem komischen Typen in der Bar, also nicht Noah, sondern der andere, Ucho, Uichu, irgendwie, der hat so einen ganz komischen Namen. Mit dem kann man die ja annehmen. Ich glaube, wenn wir hier durchrennen und den erledigen, hat sich das auch schon. So, wir laden nach, wir können zum Tor von. Wäre mal interessant zu wissen, ob sich hier noch irgendwo eine Kiste versteckt. Perfekt, ich habe es wirklich nicht gewusst. Und noch ein Sammelobjekt. Und mal gucken, wahrscheinlich wieder ein Text, genau. Der 8 Jahre braucht, um ihn durchzulesen. Hier vorne, hier hängt das Plakat. Interessant. Na gut, dann ist es doch so ein Ding. Steck's ein.
Und hier bitte öffnen. Naja, dann holen wir uns den jetzt noch. Dann gehen wir einmal ein Ort zurück. Da war, glaube ich, noch eine Mission offen. Und dann machen wir das mal Stück für Stück. Mal ein paar Missionen machen, dann mal wieder Story, wieder ein paar alte Missionen, dass wir hier auf jeden Fall ordentlich durchkommen. Prinzipiell ist es nicht dumm, die jetzt zu machen, weil es ist so, dass wir von jeder Mission, glaube ich, 10 Stück haben. Also 10-mal gesucht, 10-mal Historiker, 10-mal Jäger, also wo wir hier die Bestien töten müssen. Und am Ende können wir die alle gesammelt abgeben bei den jeweiligen Leuten. Das eine ist hier Madame Beauvoir, das andere ist dieser Uichu und der Noah noch. Und die Belohnung, die wir dann jeweils kriegen, hat die Itemstufe von dem Weltstufenlevel, auf dem wir sie abgeben. Also wir könnten prinzipiell alle Missionen auf Weltstufe 1 machen und machen die letzte auf der 15 und geben die auf Stufe 15 dann ab bei dem Typen und kriegen Items von Weltstufe 15, also auf einem höheren Item-Level. Weiß nicht, ob es als Bug-Using gezählt wird vom Spiel, also ich bin da vorsichtig, ich werde das nicht so machen. Ich habe schon ein paar Videos gesehen, wie das halt viele einfach sehr, sehr oft hintereinander machen, die ganzen Missionen, weil man kann sie am Ende wiederholen. Aber an sich wäre es schlauer, dann können wir jetzt auf Weltstufe 9 durch, machen immer mal ein Stück weit und geben die ganz am Ende ab. Dann ist es auf jeden Fall kein Bug-Using. Ich habe auch gar keine Lust, dass der Account oder so gesperrt wird. Ist halt besser, als wenn wir jetzt erstmal komplett die Story durchspielen, dann sind wir schon Weltstufe 12, 13 und dann machen wir die alle auf 12, 13. Wir könnten zwar dann auch wieder runterstellen, aber ist ja irgendwie auch nicht so Sinn und Zweck der Geschichte. So, genug gequatscht. Ich würde gerne mal wieder kämpfen. Guck mal, das Navi sagt schon wieder, dass wir hier runter sollen. Achso, weil wir nicht die richtige Mission ausgewählt haben. Diesmal war ich selber schuld. Dann gestehe ich meine Fehler auch ein. Muni sind wir, glaube ich, soweit voll. Ja, müsste passen. Dann gucken wir mal, wo der Menschenfresser sich versteckt. Ah, jetzt haben sie mich gehört. Okay, ich wollte mal gucken. Gott, die halten aber viel aus. Ich wollte einfach mal schauen, ob die mich hören oder ob man wirklich erst schießen muss. Aber so wie es aussah, sind die gerade schon vor dem ersten Schuss ein bisschen panisch geworden. Ach, nicht so eine Mörserscheiße, bitte. Ist noch ein normaler Fallensteller. Ach, jetzt auch noch Gift. Geil. Darf ich mich einfach gar nicht mehr hinstellen. Scheiße. Aua, 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 aua. Schrotflintentypen sind echt nicht so geil. Ich würde mich gern wieder... Danke. So, und dann kriegt er hier aus der Deckung erstmal was ab. So, du da hinten bist auch noch ein Fallensteller. Okay, der Menschenfresser hat sich noch nicht rausgetraut. Wahrscheinlich gerade noch am Nachtisch. Lecker Finger und Zehennägel. Mit Gehirnwasser-Aroma. So. Jetzt kommen sie raus. Ich hau gleich nochmal die Lavageschosse drauf. Wenn es für den Menschenfresser wahrscheinlich praktischer wäre. Und dann habe ich lieber erstmal alle anderen ausgeschaltet und kann mich alleine, also konzentriert auf einen Typen. Konzentriert auf einen Typen konzentrieren. Ich kann irgendwie nicht quatschen. Das ist echt nicht so einfach. Oh Gott, was war denn jetzt los? Alter Schwede, was hat denn hier so gehittet? So. Da oben noch einer, aber der ist immer noch nicht am Start. Ja, hier muss ich einzeln drauf drücken. Haben wir noch ein Magazin oder? Ne, das war leider das letzte. Dann machen wir jetzt mal einen ruhigen, dass die Lavageschosse wieder voll sind. Wenn der Menschenfresser kommt. Und da hinten ist doch sowas zum Anbrennen. Funktioniert das? Bam. Lass die Brücke herunter, okay. Wir sammeln bloß nochmal schnell hier oben was ein. Wusste nicht, dass eine Kiste ist, aber... Ach nee, hier oben lag... Ich dachte, hier oben lag was.
Man ist sogar in der Kiste gelandet. So, hier können wir runter. Da vorne lassen wir die Brücke runter und hier... Ach, hier war das. Entschuldigung. Meinte das eigentlich? Mehr wird es ja wahrscheinlich nicht geben. Sieht nicht so aus. Naja, wenn wir die runterlassen, wird wahrscheinlich gleich der Menschenfresser kommen. Wir machen erstmal an der Stelle Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 17 Uhr geht's wie gewohnt weiter. Bis dahin. Macht's gut.